kann den Herrschaftsanspruch der Kleriker in Frage stellen, wenn ihr auf diesem Boden steht. Was? Ich stelle niemanden in Frage. Wo geht's denn hier runter? Wo bin ich denn hier? Was? Bericht eines Botanikers. Das ist hier Forschungslabor scheinbar. So sieht so ähnlich, sieht so aus. Keine Ahnung, was die hier so treiben. Was war da? Bericht eines Laborleiters. Was ist hier los? Was? Wer? Gut, hier komme ich bestimmt noch mal hin. Da kriege ich die Lehren von irgendwo. Das ist in ihrer Bibliothek. Ich nehme jetzt mal nichts, weil hier irgendwo einer gerade erwacht ist. Es ist dir nicht gestattet, dich hier aufzuhalten. Oh, alles klar. Hinaus mit dir. Habe ich mir schon gedacht. Ja, ist ja gut. Wo geht's denn hinaus? Hier, ne? Ne, hier geht's noch weiter runter. Verdammt. Ach so, jetzt bin ich wieder draußen, alles klar. Karl! Stör mich nicht. Ich brauche innere Ruhe und Einkehr. Alles klar. Eine Sache noch zum Archiv? Eine Sache noch zum Archiv. Woran forscht ihr zurzeit? An allem, das uns unserem Ziel näher bringt. Und das bedeutet konkret? Kalans Prüfungen zu bestehen. Kalan wird nur jene aufnehmen, die rein sind. Körperliche Reinheit und geistige Reinheit zu erlangen, ist allerdings ein langwieriger Prozess. Deshalb studieren wir unter anderem die Anatomie unserer Feinde, auf dass wir sie effizienter bekämpfen können. Na toll. Ein Feind, der sich dir nicht nähern kann, kann dich auch nicht verunreinigen. Geistige Reinheit erlangst du, indem du dich auf den Kern, der jeden von uns menschlich macht, konzentrierst. Weder die Berserker noch die Outlaws werden jemals dazu in der Lage sein. Sie leben für den Moment. Wir leben für die Zukunft. Erforscht ihr auch Relikte aus der alten Welt? Natürlich. Das ist auch zwingend notwendig. Wenn wir die Fehler unserer Vorfahren wiederholen, könnte dies zu einer weiteren Katastrophe führen. Das ist einer der Gründe, warum nur willensstarke Personen mit ihrer Erforschung beauftragt werden. Wer kann schon wissen, welche Seuchen diese Artefakte in sich tragen? Das stimmt. Woher bekommt ihr das Forschungsmaterial? Außerhalb des Horts gibt es genügend Örtlichkeiten, die unser Interesse wecken. Meistens ist es jedoch nicht ganz ungefährlich, sich diesen zu nähern. Zunächst muss das entsprechende Gebiet befriedet werden. Sobald das getan ist, beginnen wir mit der Bergung der wertvollen Stücke und verlagern sie hierher. Okay. Braucht ihr noch Unterstützung? Nein. Für diese Aufgabe haben wir Spezialisten. Du bist woanders besser aufgehoben. Alles klar, du Vogel. Dann nicht. Hier, Reinhold Messner, der Chef der ganzen Bande. Du bist wohl derjenige, der von Xander in den Hort gelassen wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Er ist ja auch die einzige Wache vorm Tor, ist ja nicht gerade schwer. Der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Weiß ich nicht. Ich
Ich möchte kein Kleriker werden. Warum sollte ich mich euch anschließen? Weil wir dir einen Weg aufzeigen, errettet zu werden. Anders als die Outlaws oder die Berserker bieten wir dir nicht nur Zerstreuung und Verunreinigung. In unseren Reihen würdest du deine wahre Bestimmung erkennen. Wir haben die Technologie, wir haben die Waffen, aber wir brauchen Freiwillige, um unsere Sache voranzutreiben. Ja, ich möchte Kleriker werden. Das ist gut. Es freut mich, dass Xander dich in den Hort gelassen hat. Er hat mit dir eine gute Wahl getroffen. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Wofür genau bist du hier zuständig? Ich bin derjenige, der den Hort am Laufen hält. Ich bin der Chef, derjenige, Mann. Der entscheidet, welcher Rekrut zum Akolyt der Kleriker werden darf. Und ich bin derjenige, der dich bestraft, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Ah ja. Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Ach Gott, eigentlich nix. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, ich dachte, der von Karl Arsch erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Okay, was sind das für Prüfungen? Zurück. Wo sind die anderen Judikatoren? Judikator Johann ist leider auf dem Schlachtfeld gefallen, mein Sohn. Möge Kalan seiner Seele gnädig sein. Judikator Ulbricht, unser oberster Feldherr, ist in den oberen Gefilden dieser Kathedrale. Er sinnt über seine Pläne für das weitere Vorgehen im Krieg gegen die Alps. Aber geh ruhig zu ihm. Er hat immer ein offenes Ohr für Informanten von draußen. Okay. Fantastisch. Was ist hier fantastisch? Wir belassen uns erstmal dabei. Genug Geschwätz von den Klerikern. Ich komme auf sie zurück. Ich muss mal eben hier hin. Ich frage mich, wie viele Räume dieses Haus hat. Ach, jetzt habe ich den Typen ja wieder dabei. So, wir sind zurück. Ich wollte nämlich, bevor ich es vergesse, gucken, ob ich dem Ragnar das Schild geben kann. Woher waren das jetzt? Hier, Eisenfaust. So. Oh! Hier ist eine Werkbank. Aha! Das ist gut. Sekunde mal. Hier kannst du besondere Steine einsetzen und mit den entsprechenden Fähigkeiten und den richtigen Rezept Waffen modifizieren, Tränke brauen und Schmuck herstellen. Ach, guck mal, was ich hier alles machen kann. Adjunktor. Regentenschwert. Beil. Was? Ach du scheint der Mond. Waffe modifizieren, Waffe ausschlachten. Ich kann noch nichts. Da muss ich das erstmal lernen. Fernkampf. Den benutze ich ja gerade. Da kann ich auch nichts machen. Und hier Munition. Ne, ich guck mal hier. Tränke. Elex-Trank. Chemie 1. Da fehlt noch was. Achso, da brauche ich die normalen Elex-Tränke.
Und für den Elix-Trank brauche ich Schnaps. Brauche ich auch Schnaps? Mist, ich habe den ganzen Schnaps verkauft. Ich fertige so viel an, wie geht. So, großer Mana-Trank. So, Heiltrank. Großer Heiltrank. Dankeschön. Mächtiger Heiltrank. Oh oh. Da reines Elex. Okay. Da habe ich ja gar nicht so viel von. Stims. Da fehlt noch was. Okay. Wofür ist das? Marathonikum. Ein Malus von 50% auf alle Erfahrung. Ein Malus. Mehr maximale Ausdauer. Das ist natürlich... Ach, Marathon. Marathonikum. Alles klar. Elektroschrott, reines Elex. Ja. Ring der Geschicklichkeit. Was? Eisenerzflügel? Davon verstehe ich nichts. Aha. Okay, was haben wir hier? Ist ja interessant. Öllampe? Haben wir hier noch andere Dinge? Also das ist also eine Werkbank. Ich weiß nicht, ob es noch was... Lagerfeuer, eine Werkbank? Ich weiß nicht, was es noch so gibt. Wo stehen die denn überall, die Werkbänke? Das ist das erste Mal, dass ich eine sehe. Du wolltest Bericht aus einer Stadt. Du wolltest einen Bericht aus einer anderen Stadt. Was hast du herausgefunden? Ich habe den Hort der Kleriker aufgesucht. Dann bist du weit gekommen und hast hoffentlich die Augen offen gehalten. Also, wie ist es um ihre Stärke bestellt? Sie haben eine schlagkräftige Kriegsmaschinerie. Dennoch ist ihre Mannstärke gering. Das macht sie nicht weniger gefährlich. Wie sind ihre Kräfte verteilt? Ihr Augenmerk richtet sich hauptsächlich gegen die Alps. Dann haben wenigstens sie erkannt, wer der wahre Feind ist. Hier, für deinen Bericht. Oh. Das ist schön. Was meine Unterstützung angeht... Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Ach so. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Wie ich hörte, hast du einen verbotenen Handel mit einem Outlaw aufgedeckt. Respekt. Ach so. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Du hast das Schwert von Erik Eisenfaust nicht in fremde Hände gegeben. Das war klug von dir. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. Diese Summe sollte entsprechend reinvestiert werden. Sobald mir etwas einfällt, gebe ich dir Bescheid. Das könnt ihr auch später bereden. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Denk darüber nach. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Natürlich erwarte ich noch, dass du mir den Bericht aus einer anderen Stadt bringst. Aber jetzt, wo ich um deine Qualitäten weiß, sollte dir das nicht weiter schwerfallen. Okay. Ich bin bereit, den Berserkern beizutreten. Oh. Nee, will ich ja gar nicht. Will ich das? Nein, nein. Ja, eigentlich schon, aber die haben so scheiß Klamotten.
Ach, Leute. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Das ist so schwer. Ich würde gerne so vieles machen. Amulett des Kriegers, Amulett des Abenteurers. Rüstung. Jetzt nehmen wir mal das hier. So, das ziehen wir mal an. Außerdem haben wir hier den Ring der Härte. Wir haben die Jagdhose, aber ich habe hier ein Schlachterhemd. Das ziehe ich mal an. So, sehe ich schon wieder besser aus. Ah, das gefällt mir sehr viel besser. Alles klar. Gut. Aber ich kann dem nicht dieses Ding geben, ne? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Als Maul. Warte, pass mal auf. Kann ich dem hier... Ne, wo ist das denn jetzt? Ach so, bei Waffen. Das Schild. Kann ich dem nicht geben, ne? Nee. Ja gut, hätte er sein können. Zumindest habe ich jetzt eine Werkbank entdeckt. Und ich brauche Schnaps. Schnaps, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die Englein fort. Das machen wir mal eben. Lass den Unfug. Halt's Maul. Er schon wieder. Ja. Sekunde mal. Ich gehe gleich mal... Kampflehrer. Persönlichkeitslehrer. Was wollte ich noch lernen? Muss mal kurz schauen. Ich brauchte noch hier was. Goldschmied zum Beispiel. Sockel einsetzen ist vielleicht auch nicht schlecht. Hackerprofi. Bergbau. Ich denke mal, Goldschmied ist ganz gut. Aber beziehungsweise das hier natürlich auch. Das muss ich machen. So, beim nächsten Mal 5 mehr auf Gerissenheit. Und ich will das haben, ey, Mann. Auseinanderschrauben. Munition herstellen. Mechanische Waffen bauen. Harter Hund. Ja, ja. Ich bin mir immer noch nicht sicher, es tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher, wem ich hier beitreten soll. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Technische Waffen. Kraftwelle. Es ist schlimm. So. Wo ist denn hier mal jemand? Ich muss, glaube ich, in die Kneipe, um Schnaps zu bekommen, würde ich fast behaupten. Hätte ich den mal nicht vertickt. Ich hatte Schnaps, aber kann ich ja nicht wissen. Ja,
hätten wir vorher anschauen sollen. Goliath, die Stadt der Berserker. Ihr Name Goliath leitet sich aus einem Wort aus der alten Welt ab. Goliath. Es stammt aus einer alten, fiktiven Geschichte namens Dave und Goliath. David. In der Geschichte kämpft ein gewisser Dave an der Seite seiner Freundin Jude gegen Goliath. Zumindest hat mir das einmal jemand erzählt. Ist wahr. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Denkst du? So. So, hier. Ich muss dann los. Gib mir was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? So, ich will Schnaps. Schnaps. Ich nehme mal so viele. So. Wie ist das überhaupt möglich? Lass das lieber bleiben. Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. So, dann gehe ich nochmal hier hoch. Und dann teste ich das mal. Kleiner Elix-Trank. Okay. Ach. Ja gut, das geht ja natürlich dann nicht. So. Und jetzt sauf ich das und krieg dafür Energie. Wo ist es? Reines Elix. Ach, hier sind... Nee. Hier sind Tränke. Oh, ich hab schon wieder... Was? Lernpunkte plus 1? Ernsthaft? Plus 100 Erfahrung. Ja, gut. Ein bisschen mehr. Hier noch ein starker Elex-Trank. Ach, siehst du, ich hätte immer noch mal gern gewusst, wo meine Kälte ist, aber ist auch egal. So, ich bin noch nicht oben. Jetzt habe ich wieder 2 Lernpunkte. Cool. Das heißt, ich könnte einen Lernpunkt in Goldschmied aufwenden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal jetzt, warte mal. Ich musste hier hin irgendwo, ne? Wo war der Typ? Achso, siehst du, besser ausgesperrt. Da wollte ich doch auch noch mal hin. Guck mal, ich gehe noch mal... Nein. Wir machen jetzt mal eins nach dem anderen. Ich gehe jetzt erstmal kurz den einen Typen hier... Das Setzerbrot bringen, da muss ich noch nicht mehr drauf achten. Das war hier in Edan. Clanstreit war es nicht. Nachschub für die Setzer. So. Ich verstehe nicht. Teleportieren. An welche Stelle teleportieren? So. Ich verstehe nicht, warum man nicht alles markieren kann. Ich hätte mal gern alle Punkte auf der Karte markiert. Warum geht das nicht? Das ist echt doof. Das müsste man noch updaten, damit man sehen kann, wo man hinlatschen kann und nicht hier die ganze Zeit durchskippen muss. So, wie komme ich da am besten hin? Laufen. Ich gehe hier rüber.
So. Was für ein Aufwand, jetzt da hinzurennen. Nur wegen dem Setzerboot. Aber tut man hier alles. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Ja, ich auch. Hier kann ich noch ein bisschen einsammeln. Weiter geht's. Warum wird er hier warten? Was soll denn das? Ich bin gleich tot. Ich sollte mal gehen. Und zwar ganz schnell. Was ist das denn für ein beschissenes Haus? Dich hol ich mir. Was? Was sind hier für Typen? Sekunde mal. Banditen? Die sind nicht gerade leicht. Okay. Ich renne davon. Die sind noch ein bisschen zu hart. Spiel wieder. Alter, was ist das denn für ein? Lieber Herr Gesangsverein. Wo ist denn? Wo ist denn mein Kleriker? Wo ist denn der Falk, verdammte Scheiße? Hat er sich verkrümelt oder was? Was ist mit dem Falk? Sie sind immer noch da. Bumschen kann ich ja mittlerweile, ne? Komm, wir gehen mal hier rüber. Alter, was ist mit dem Falk? Ich habe irgendwie das Gefühl, der hängt fest. Ach, fick doch, schade. Fick doch die Wand. Na gut.
finde es eh sehr merkwürdig. Wo ist der Falk?